So Leute, ich habe das mal ganz schnell hier mit dem angedingsten Dingens hingekriegt. Und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Watch Dogs. Wir werden uns hier mal ganz kurz reinhacken. Das ist eindeutig nicht die Figur, die ich bestellt habe, klar? Was ich bestellt habe, ist die Engelsschwester. Die Engelsschwester Ayumi in ihrem Sexy-Schwestern-Kostüm. Was ich erhalten die Dora habe, Federation. Was ich erhalten habe, ist die Sexschwester Ayumi in ihrem Stadtoutfit. Wenn ich es sagen darf... Klar. Alles gut. So. Und wir haben schon wieder ein Verbrechen. Ey. Ey. Was ist das denn hier? Freundchen, bleib mal stehen. Bleib... gesagt, so stehen bleiben, du Karl-Heinz, du. Hör nächstes Mal, wenn ich was sage. Klar. So, die Folge geht schon mal gut los. ja. Ist ja auch gut für die XP, ne? So, oh, ich sehe gerade, wir müssen hier vorne noch die, Dingskästen haben wir auch noch. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich da dran komme. Wenn ich da ein... Oh! Oh ja, Dennis, man wird alt. Ich weiß. Alter. Ja gut. Warum denn nicht? Man kann ja auch erstmal ein bisschen rumgucken. So. Also, ich bin jetzt mal gespannt, wo sich jetzt die Punkte hier verteilen werden. Ich bin gespannt. Hier ist etwas versteckt. Wieder 4 Punkte. Muss schnell machen. 3,5 Minuten haben wir. Komm, lauf. Aus dem Weg hier. Okay, der erste ist hier, glaube ich, in der Dings drin. So, sehr schön. Verdammt, hier kommen wir nicht raus. Fuck. Das war falsch. Scheißdreck. Nee, ich hab's nur eilig. Müsste man ja eigentlich sehen, ne? So, warte mal, da müssen wir doch hochkommen, oder? Oh, Scheißdreck. Sehr schön, dann haben wir den dritten. Komm, 2,5 Minuten haben wir noch. Also, das, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann, ja, weiß ich auch nicht. Verdammt, Mann. Ja, schön vorsichtig sein. Da oben ist die Kamera. Da können wir den hacken. Sehr schön. Und jetzt komme ich hier nicht weiter, ne? Doch, ha, sehr schön. Ich freue mich. So, 2 Minuten jetzt noch für den letzten gehackten Angriff. So mehr oder weniger. Oh Mensch, Mädel. Hey, hör auf damit. Was denn? Ich mach doch gar nichts. Oh, yes. Tack. Yes. Sehr schön. Ich mache mir aber bei solchen Sachen immer die größten Sorgen, dass ich das doch nicht so hinbekomme mit der Zeit. Aber so die letzten Male klappt das doch recht gut. Hätte ich nicht gedacht. So. Jetzt haben wir das hier vorne soweit alles abgehakt. Wir haben jetzt hier vorne noch 2 Untersuchungen mit diesem scheiß QR-Code, den ich hier vorne übrigens auch noch habe. Und dann einmal dieses Wegwerftelefon.
Wir können uns aber, glaube ich, erstmal hier drüben zu dem Dings, also hier zu dem Verbrechenssignal hinbegeben. CTOS-Einbruch 5 von 16. Okay. Gibt's hier vorne Musik? Vielleicht? Musik! Sehr schön. Hi. Einkaufen. Willkommen. Energy Drink. Nur die Ruhe. Oh, ich hab Zeit. Nehmen Sie nach Freischaltung der Fokusfähigkeit einen Moment Zeit und erfrischen Sie sich mit einem Getränk, das Ihre maximale Fokusdauer erhöht. Nö. Fokus benutze ich ja irgendwie gar nicht. Also, ich habe es jedenfalls noch nicht irgendwie... Ich weiß auch gar nicht, welche Taste es ist. Sagen wir es mal lieber so. Naja. Das ist eben der Kegel. Der schert sich einen Dreck um die... um die Steuerung. Er will nur von A nach B kommen, am besten gleich schon gestern. Und will vorgestern schon mit dem Projekt fertig sein. Ja, der Kegel hat's drauf. Oh, um Gottes Willen. Bleiben Sie ruhig. Was ist sehr schön. So, Leute, was machen wir jetzt? Ihr habt mich angefahren. Nee, gerade nicht. Du hast mich gerade angefahren, du Klötenkorb. Oh, großartig. Einfach toll. Ja. Du hast mich gerade angefahren, du Flötendödel-Dings da. Das interessiert dir gar nicht. Was hättet ihr gemacht, wenn ich jetzt tot bin? Also wäre, also... Das pisst mich an. Egal. Wir regen uns nicht auf. Wir regen uns doch nicht auf. Aber wir doch nicht. Der hat kein Radio. Scheißdreck. So. Wir sind auf dem Weg zu einem Verbrechen. Was bei diesem Verbrechen passieren wird... Entschuldigung, muss mal ganz kurz muten. Ich muss mal eben husten. So, da bin ich, Entschuldigung, das, ja. So ein leichter Reizhusten kommt bei mir durch. Das heißt also, ich werde wahrscheinlich eine Erkältung bekommen. Und wenn ich dann eine lange Pause vom Let's Play machen muss, also dann aber, dann sieht's, nicht ganz so gut aus. Also Pause vom Alkohol kann man ja machen. Also ich sowieso, ich bin ja kein großer Trinker. Aber was rede ich hier eigentlich? Egal, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Um Kragen und Kopf. Um Kragen, Kopf, Kragen. So. Wir sind, glaube ich, jetzt mal so langsam am Ziel. Was ist das? Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Das ist die Gegend. Oh! Jetzt muss ich nur noch diesen Kerl finden. Ach so, ich dachte, der ist offen. Potenzielles Opfer. Hey, rück dein Geld raus und mach schnell. Nee, lass mal. Hey. Bleiben Sie stehen. Alter. Du kleines Arschloch. So. Also, Mann, na? Jetzt weiß ich Bescheid. Was? Ich bin immer noch ein Rächer. Ein Rächerverbrecher. Danke. Oh, leichter Frame-Einbruch. Aber egal. Ist ja alles tutti. So, meine Damen und Herren, wir werden jetzt mal hier drüben uns hinbegeben. Ich hoffe mal, ich finde das gleich auf Anhieb. Dass wir da nicht lange rumsuchen müssen. Irgendwie finde ich jetzt auch schwieriger, Leute, wo ich mich einhacken kann. Finde ich ein bisschen scheiße. Ich brauche ja Geld. Ich meine, glaube 80.000 oder was ich jetzt habe. Oh. Dankeschön, das hat er gehört. So, ey, wir haben gerade ganz tolles Wetter hier in Chicago. Ganz toll.
So. Bei verkacktem Scheißregen laufe ich hier im Regen rum. So, Verbrechen erkannt. Sehr schön. Wir haben jetzt, wie gesagt, 17 von 20 Verbrechen gelöst. So, da ist ein abgefangenes Audiolog. Was ist das, Maurice? Irgendein verlogenes Geständnis? Glaubst du wirklich, das ändert meine Meinung? Das weiß ich nicht. Okay, also hier soll irgendwo ein CR-Code sein. Okay, die Seiten sieht man hier schon. Aber... das Problem ist, wir haben hier keine Kamera, die man dafür benutzen kann. Wenn man hier jetzt keine Kamera findet, dann hat es sowieso keinen Zweck. That is a little bit problematisch. Würde ich jetzt mal so sagen. Ne, hier unten ist wirklich keine einzige Kamera. Oder ich bin zu blöde, hier eine zu sehen. Und das da drüben sieht ja auch geil aus. Na, da müssen wir bestimmt auch noch irgendwann hin. Ah, ah, da ist sie ja. Yeah. So. Da können wir was sprengen, das wollen wir aber nicht. Ich würde ja gerne in den hinteren Bereich... aber wie gesagt, da ist nix. Da ist keine Cam. Da ist keine Cam zum, ja, zum Freischalten. Also, müssen wir uns da irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht anderweitig helfen oder so. Ich kann mich ja zur Not auch mal im YouTube bei anderen Videos mal schlau gucken, wie man jetzt diese QR-Codes zusammensetzt. Vielleicht mache ich das auch so. Oh, hier kommen wir zum Wasser. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Warum werde ich hier hingebracht? Ich wollte eigentlich wieder raus. Also weg. Also zurück. So. So. Okay, da... ja, die Kamera, die nützt mir nichts. Das nützt mir alles nichts. Naja gut, da muss das Ding eben noch aufbleiben. Genauso wie das Ding hier oben. Also alles, was ich jetzt nicht so weit schaffe, das lasse ich dann erstmal außen vor. Beziehungsweise das, was ich jetzt nicht holen kann. So, ich würde sagen, ein paar Minuten haben wir noch. Dann könnten wir nämlich auch noch... zu dieser Sehenswürdigkeit eben hinflitzen. Und wenn wir die dann haben, mache ich einen kurzen Schnitt und ich denke mal, eine Folge nehme ich dann noch auf. So ein paar Sachen kann man ja hier noch holen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann noch eine weitere Hauptmission machen werde. Danke für den Tipp. Ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht werde ich morgen auch noch mal ein bisschen aufnehmen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, diese eine Sehenswürdigkeit will ich jetzt noch holen. Die will ich haben. Also nicht verzagen. Und keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen Reim dafür gefunden. Das tut mir leid. Bin halt nicht so ein großer Reimer wie ein anderer großer Let's Player, von dem ich jetzt den Namen nicht sagen will. Aber ihr wisst doch sowieso alle, wen ich meine. Also von daher lassen wir das mal. Wir lassen das jetzt so stehen und liegen, wie es jetzt gerade ist. Na?
von meinem Bruder. Also ist doch alle Totti. Ich merke aber auch gerade, dass ich so ein leichtes Pappmaul bekomme. Da ich jetzt schon so lange jetzt aufnehme. Was ich euch ja übrigens auch mal erzählen kann, ich hatte ja am Anfang erst überlegt, das Projekt Watch Dogs nicht als Let's Play aufzunehmen, beziehungsweise hochzuladen, sondern als, wie nennt man das hier so, Walkthrough. Also ohne jetzt zu reden, also einfach nur das Spiel spielen, aufnehmen und, ja, halt nichts dabei machen. Naja gut, was heißt nichts dabei machen? Einfach zu spielen. Aber... Nee, also so Walkthroughs, das ist eigentlich... Nee. Also das sagt mir nicht so ganz zu. Wo laufe ich eigentlich hin? Das wäre jetzt eigentlich bei Projekten nur ganz gut, wo es jetzt immer dasselbe ist und... Ja, wo man halt nicht so gut kommentieren kann. Ich wüsste jetzt aber nicht, was man da jetzt als... Ich sag mal, als Vorschlag jetzt nehmen kann, wo man jetzt... ein Walkthrough machen könnte. Und ich bin ja auch so einer, der nicht die Fresse halten kann und immer labern muss und so weiter und so fort. Es sei denn, ich muss mich konzentrieren, dann ist das natürlich was anderes. So. Gut, die Sehenswürdigkeit haben wir eingenommen. Leute, ich mache jetzt einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Und dann werde ich mich hier mal um den nächsten Privatsphären-Einbruch kümmern. Und dann hier vielleicht noch ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern. Das, was jetzt hier noch so auf dem Bereich der Karte aussteht, weil ich ja auch gerne hier vorankommen möchte. Alles klar, Leute, bis gleich zur nächsten Folge. Tschüssi!